Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play The Witcher 2. Wir wollen uns jetzt den Wachen ausliefern, sodass wir im Gefängnis landen. Ich weiß immer noch nicht, ob das so die richtige Variante ist, aber schauen wir mal. Wer ist denn das da? Ist das Radovid selber? Ich glaube nicht, dass du Foltest getötet hast. Aha. Damit liegst du richtig. Aber die Belohnung? Nimm's nicht persönlich. Du als Hexer verstehst das ja sicher. Noch so ein Schwätzer. Ach nö. Warum muss ich immer gegen alle kämpfen? Ohne Spaß. Jetzt sind die Nilfgaarder also dran. Und da hinten habe ich wieder, wieder Magier am Schlüssel. Der zaubert nebenher noch auf uns drauf, ist schon weniger geil. Das heißt, wir haben jetzt also jede Menge zu tun. Kollege, ach nee. Okay, gut. Ja, das konnten wir gar nicht gewinnen. Das waren einfach viel zu viele. Okay, das zählt quasi als. Hä? Als was zählt das jetzt? Ich wollte doch ins Gefängnis. Ja gut, dann liefern wir uns halt den Wachen hier aus. Ich habe das jetzt nicht ganz kapiert. Ich lasse mich kurz zusammenschlagen, weil. Was passiert ist, wenn ich Nein tippe? Ja, das habe ich schon kapiert. Was passiert, wenn ich jetzt Nein tippe? Dann lande ich wieder im Hauptmenü, natürlich. Alles klar. Reichlich komisch. Da steht doch, oder lenkt. Ach, lenkt die Aufmerksamkeit der Wachen. Ja, aber ich darf mich von den Wachen nicht besiegen lassen, oder was? Na toll. Wie soll denn das funktionieren? Da oben die Heinzens sind ja da eh. Da komme ich doch eh nicht vorbei. Da oben, ohne die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, hier oben, komme ich doch eh nicht so vorbei. Und die da unten, die kriege ich auch nicht alle klein, das sind auch viel zu viele. Oh. Alter. So, Schwertwechsel und jetzt. Jetzt geht's aufs Maul. Ohne Spaß. Hinter dir, mein Freundchen. Kleiner Tipp. Ich bin gleich Geschichte, wenn es so weitergeht. Gut, dann gehe ich halt mal kurz. Meditiere mal kurz. Steck mal kurz das Schwert weg. Dann kann ich meditieren. Wie, das geht hier nicht? Natürlich geht es jetzt. Dann gehe ich halt kurz zur Tür raus. Wie, ich kann nicht meditieren, hallo? Was ist das für ein Blödsinn? Was ist das hier für ein Rädchen? Kann ich nicht benutzen. Gut, dann kann ich eben nicht meditieren. Reichlich komisch. Aber ich kann die doch nicht alle zusammenkloppen, das sind viel zu viele. Die haben jetzt auch wieder volles Leben, oder was? Natürlich. Was denn sonst?
Der eine ist gleich weg. Keine Energie. Jetzt komm ich halt jetzt weg. Guck mal. Karteche. Macht ihm kaum Schaden, komischerweise. Hier bin ich. Guck dich mal ein bisschen um, mein Freund. So läuft die Nummer hier. Mann. Upsi. Dem haben wir wohl beide Unterarme abgehackt, so wie es aussieht. Na, die Aufmerksamkeit der Wachen haben wir ja jetzt mal ganz locker. Aber die alle umzubringen, das kann doch nicht der Ernst sein vom Spiel. Das kann doch nicht funktionieren. Die da drin, ich kann sogar speichern, die da drin entspannen sich jetzt wieder. Und sobald ich hier reingehe, greifen sie mich wieder an. Ach ja, wo kommt der jetzt her? Der olle temerische Soldat hier. Na, sag mal, wo kommst du her? Ich hatte keine Sau zu meiner Überraschungsparty eingeladen. Und trotzdem kommst du hierher. Das geht einfach nicht. Ich bin viel schneller wie der mit meinen Angriffen. Und blocken tut er nicht, also das war sein Ende. Jetzt kriege ich einen Besuch von hinten. Sind es die zwei von der Tür, die wieder gespawnt sind, oder? Weil dann kann ich die ja gar nicht besiegen, dann ist es so gar nicht geplant, wenn die wieder spawnen. Ich blick hier gerade durch das ganze Teil nicht so durch. Und dass die zwei von der Tür sind, die jetzt plötzlich wiederkommen. Und wieder ihre Stellung da an der Tür einnehmen. Keine Ahnung. Ja, so viel dazu. Ich mache auch kaum Schaden bei denen, also das ist enorm ätzend. Ich kann die doch gar nicht alle besiegen. Aber wenn ich da reinrenne und hier durchrennen, einmal durchrollen, bringt das was? Jetzt habe ich die komplette Aufmerksamkeit von dem kompletten Heereslager. Jetzt kann ich ja wieder gehen. Nö. Sobald ich hier draußen bin, ich wieder Ruhe. Das ist ja mega komisch. Ich check hier gerade nicht ganz durch, was hier abgeht. Ich kann hier reingehen. Ich wusste, dass wir uns wiedersehen. Er hier. Du schon wieder. Silgrad vergisst Beleidigungen nie. Was willst du? Diesmal zeig ich's dir. Ganz Edin wird Zeuge sein, was Silgrads Faust vermag. Los, kämpf! Alter, nicht sein Ernst, der will jetzt gegen uns boxen. Ja, dann kriegt er Fett auf die Fresse. Der hat doch gar keine Chance gegen uns. Dann kriegt der schon mal auf die Fresse. Und dass sie immer an unseren Haaren ziehen müssen, ohne Spaß. Mein Gott. Ruhe jetzt. Hau bloß ab! Was für eine Schande! Wetten, der kommt irgendwann nochmal. Naja. Der hat ordentlich eins abgekommen. Abbekommen, neue Questphase. Quest abgeschlossen, okay. Dann... Ich höre. Das ist mir eigentlich scheißegal, warum der hier ist. Um ganz ehrlich zu sein. Wir haben hier Vitalität plus 150, Schadensreduktion plus 15%, ist absolut mega nice. Jetzt haben wir noch viel mehr Leben, nochmal 150 Leben mehr. So, jetzt sind wir also hier außen, ist irgendeine Schenke. Adele ist auch da. Und wir gehen mal hier außen rum.
weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Wir kommen zumindest an den ganzen Typen vorbei. Allerdings geht es jetzt hier auch nicht weiter. Da hängt noch eine Zaunrübe an der Wand. Und da sitzt ein kleiner Hundi. Hallo. Aber an den Wachen kommen wir nicht wirklich vorbei. Das ist das Problem. Ich speichere mal hier. Und jetzt kann ich die... Ich glaube nicht. Bla 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 bla. Das ist das Ätzende. Dass die dann kommen, wenn ich zu weit runterkomme, dann kommen die von unten auch noch dazu. Ha, das ist seine eigenen erwischt. Das ist das Ätzende, dass der... Jetzt ist es wichtiger denn je, dass ich durchgängig ein Schild habe, weil sonst der mich mit seiner scheiß Magie trifft und wenn er das tut, dann lebe ich nicht lang. Das ist das Problem. Ich muss erst die Normalos loswerden, sonst habe ich keine Chance im Kampf gegen den. Das Problem ist, hier treffen mich so viele so schnell. Machen wir ganz kurz den Abstecher hier rein. Durch die Kneipe. Dann habe ich den hier mal isoliert vor mir liegen. Das kann ich schaffen, komm schon. Die Kneipe ist gut. Da kann ich so ein bisschen Pause machen. Dann rennen alle mir hinterher und ich komme wieder hier raus. Ich kann ein bisschen Schaden verursachen. Das Problem ist, dass ich leider keine Schwalbe nehmen. Na, hätte ich machen sollen. Wäre schlau gewesen, bevor der Kampf hier losgeht. Hätte ich eine Schwalbe nehmen sollen, dann wäre das Ganze hier gar kein Problem. So wird es ein bisschen schwieriger. Einer ist weg. Und ich habe noch mein Schild, das ist gut. Jetzt kriegt er ein bisschen auf die Fresse. Das ist auch wichtig. Und Gwen ist wirklich essentiell wichtig, der ist an meinem Schild gestorben. Ich bin aber fast tot, das ist das Problem. Der ist auch an meinem Schild gestorben. Wichtig. So, das Schild ist also enorm gut. Hilft da richtig weiter. Da hat jetzt noch ein Soldat und den... Das ist doch nur ein einziger Mensch! Und den ollen Kackmagier. Ein einziger Mensch, du bist lustig. Brauche ich als Beleg. Gib dir gleich einen Beleg, mein Freundchen. Das wird jetzt eine Weile dauern, weil er sich die ganze Zeit hin und her teleportiert. Los jetzt! Denk an die Belohnung! Du bist nur noch alleine übrig, das heißt... Du selber solltest mal an die Belohnung denken. Wenn überhaupt. Es wird eine Weile dauern, bis wir den voll down haben. Nicht mit seinem Kopf. Den brauche ich als Beleg. Schild habe ich noch. Dann immer nur ganz kurz treffen, so wie bei dem anderen Magier auch, in dem anderen Heereslager. Ich habe keine Chance, so gegen den. Jetzt geht er wieder weg, wo kommt er wieder? Hier ist er. Komm jetzt. Ja.
Ja, endlich. Mein Gott. Also, die Kollegen hier hätten wir. Immerhin mal was, aber das mit den Wachen, also dass wir uns in Wachen stellen, bla bla, das habe ich immer noch nicht verstanden. Weil wenn wir da reingehen und die bringen uns um, dann kommt der Lade, dann kommt die Entscheidung, ob wir laden sollen oder nicht. Wo es aber jetzt allerdings in die Kanalisation geht, habe ich immer noch nicht so ganz gecheckt. Auf jeden Fall kann ich mal speichern, den Kampf haben wir gut geschafft. Und jetzt müssen wir mal nach den Quests schauen, was hier alles offen ist. Also wir sind jetzt im dritten Akt. Das hier alles ist noch offen. Da unten haben wir ein paar Sachen nicht geschafft. Wie gesagt, das waren die 1, 2, 3, 4, 5 Sachen, die dann einfach so im Laufe, weil ich einfach mit der Hauptstory weitergemacht habe, ohne drüber nachzudenken, eben flöten gegangen sind. Und begib dich durch die Kanalisation. Ja, das ist das, was wir gerade machen müssen. Irgendwo nach da hinten ist die Kanalisation. Aber wie wir nach da hinten kommen, ist mir immer noch schleierhaft, weil hier kommen wir nicht durch. Da hinten. Ah, hier geht's irgendwo hoch. Hier kommen wir weiter. Das habe ich vorher nicht gesehen, dass es hier hoch geht. Alles klar. Dann liefern wir uns doch nicht den Wachen aus, weil das irgendwie, keine Ahnung, nicht funktioniert hat, was auch immer. Hier geht's weiter. Dann schleichen wir hier oben quasi mal rum. Oh oh. Geralt, anderes Schwert. Silberschwert bitte, danke. Nee, nur 20 Milliarden Harpien mehr konnte die Mutter einfach nicht vertragen, aber 20 Millionen sind alle zu viel. Schön ist, dass mein Schwert an sich alleine schon Schaden, voller Schaden macht und dann zusätzlich noch. Das tut enorm gut. So. Lass mir mal das Leben nebenher wieder regenerieren. Da hat auch wieder jemand erwischt. Die Harpien sind natürlich da enorm gefährlich, was das angeht, für Normalsterbliche, nenne ich die mal einfach. So, jetzt geht's hier runter. Hier runter, ja. Das sind normale Bürger. Da hat's Wachen, die da vor dem Gefängnis stehen. Alles klar, dann schauen wir mal. Deine Existenz beleidigt die Götter. Bitte was? Habe die Ehre. Sei gegrüßt. Ja, erst sagt er, meine Existenz beleidigt die Götter, und dann sagt er, sei gegrüßt. Ja, natürlich. Die zwei stehen da rum. Ich schaue mich hier nur mal um. Uiuiui, wo geht's denn hier hin? Ach, das ist die Kanalisation. Nice. Dann komme ich gleich wieder. Ich gehe nur oben kurz zu dem Händler. Schau mich kurz oben um und dann komme ich wieder, gehe hier durch die Kanalisation. Dann machen wir das doch so mit der Kanalisation. Alles klar. Lass mich ran. Das ist der starke Numa. Jetzt hast du mir... Der starke Numa bricht Stier in den... Sein Geheim... La 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 la. Dem seine Pilze jucken mich absolut gar nicht. Ich will ihm bloß mein ganzes Zeug verhökern. Dann bekomme ich ein bisschen Geld. Da muss ich mal schauen. Seldkirks Rüstung haben wir bekommen. Die bringt uns gar nichts, wenn wir die verkaufen. Das ist ein Questgegenstand. Die können wir auch verkaufen, weil die hier besser ist. Und wir haben Stiefel mit plus 1. Aber ich glaube, das ist eine bessere Hose jetzt. Oh, was bringt die Traugentrophäe? Trophäe, Rüstung plus 1, Rüstung plus 5 und Vitalität plus 55. Nice. Dann nehme ich die nachher, rüste ich die aus. So, das war's erstmal. Danke. Dann schauen wir mal kurz ins Inventar. Schauen wir mal die Hose.
behalten wir unsere. Aber was wollte ich machen? Ach hier, die Traugentrophäe. Rüstung plus 5 und Vitalität. Vitalität plus 55 natürlich. Enorm nice. So, speichern. Und da drüben hat es noch mehr Händler. Das ist ein ganzer Marktplatz hier. An der Ecke. Ich hoffe, das war jetzt nicht. Lenkt die Aufmerksamkeit der Wachen auf dich. Ach, was ihr nicht sagt. Ich arbeite nicht mit Zauberinnen. Das ist keine Aufgabe für mich. Was ist denn hier los? Wollt ihr euch schlagen? Die Kammer hat Duelle untersagt. Du kannst doch nicht einfach kneifen. Wir waren uns einig. Wir haben Verpflichtungen zu erfüllen. Du hast einen Vorschuss eingestrichen. Und den behalte ich auch. Steigt mir bloß nicht nach. Die Götter haben uns einen Hexer gesandt. Auf ein Wort, wenn es recht ist, Meister. Was wollt ihr? Wir haben nach jemandem wie dir gesucht. Einem Hexer? Jemandem, der unsere Expedition beschützt. Ich habe nicht viel Zeit, also raus mit den Einzelheiten. Die Zauberin erklärt dir alles. Wir sind gerade auf dem Weg zu ihm. Ich kann nur sagen, dass es um Ebb der Henna geht. Um sein Labor, um genau zu sein. Der Henna ist tot. Ich weiß einiges über Monster und über Zauberinnen. Wie heißt denn diese? Es tut mir leid, aber wir können ihren Namen erst preisgeben, wenn du mitmachst. Na dann, war nett mit euch zu reden. Der Geralt. Cynthia! Ihr Name ist Cynthia! Oh, 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 oh. Ja. Das hätte ich auch so noch gewusst, aber das Spiel hilft nochmal langsamen Gedächtnissen auf die Sprünge. Was hat der Henna in dieser Stadt gemacht? Von seinem Fluch der 1000 Genien hat jeder schon gehört. Aber kaum jemand weiß, dass er auch eine Vorliebe für die Geschichte von Lok Muin hatte. Besonders interessierten ihn die Vrans und deren Ende als Zivilisation. In seinen Erinnerungen erwähnt er, dass er sein Archiv hier gelassen hat. So konnten wir sein Labor genau lokalisieren. Das habt ihr geschafft? Die Zauberin hat es geschafft, um genau zu sein. Ja. Aber wir sind diejenigen, die alles über Ebb der Henna wissen. Ich habe meine Dissertation über den Mann geschrieben. Um zum Labor zu gelangen, müssen wir die Kanalisation durchqueren. Wir müssen eh durch die Kanalisation, aber ich weiß nicht, ob ich denen helfen soll. Weil die sind ja... Ist ja... Hat die... Philippa angearscht, aber Philippa hat auch uns angearscht, das heißt... Na komm. In Ordnung, ich helfe euch. Du wirst es nicht bereuen. Wo fangen wir an? Wir haben Zugang zu einer alten Krypta, in der Magier bestattet wurden. Sie liegt unter diesem Turm. Unsere Gefährten erwarten uns dort. Gut. Ich weiß eh, wo es in die Kanalisation geht, aber jetzt können wir da quasi noch zusammen... Ach, die gehen hier einfach runter. Okay, da hinten hat es noch mehr Wachen, so wie es scheint. Okay. Dann gehen wir mal. Die Geheimnisse von Lok Muin. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Schauen wir mal, was die Cynthia sagt, wenn sie uns wieder sieht. Ah, wir müssen hier wahrscheinlich gleich rüber. Hier geht's nicht weiter. Da ist einfach eine Mauer. Okay, hier geht's raus. Rein in die Kanalisation. Ein anderer Zugang einfach nur. Wir sind durchgebrochen, am richtigen Ort. Ruhe. Aha. Gut, es sind ja also auch Achtung, wieder hier. Er hat Wannemar getötet. Und zahlreiche andere Magier. Ich weiß, wer das ist, Cynthia. In derselben Stadt wie Philippa. Und du hast noch nicht mal deinen Namen geändert. Da braucht man schon Eier. Philippa spielt keine Rolle mehr. Sie wurde verhaftet. Und ich hätte sterben sollen. Doch das tat ich nicht. Schwerer Fehler.
Ich schlage dir einen Handel vor. Du verstehst nicht. Du hast Triss in einen kalten Stein verwandelt. Mir will gerade nicht einfallen, warum ich dich nicht in eine kalte Leiche verwandeln sollte. Sie ist gesund und munter. Wir haben sie erfolgreich dekomprimiert. Es gab keine Komplikationen. Und das Verhör nach der Dekompression? Denn ihr habt sie verhört. Ich habe das Verhör persönlich geleitet. Wir haben ihr die Werkzeuge gezeigt, ihr ein paar blaue Flecke verpasst und schon hat sie geredet. Dafür gibt's eindeutig aufs Maul. Cynthia, sag ihm, er soll still sein. Sonst bringe ich ihn um. Ruhe, Adalbert. Das ist ein Befehl. Hexer, hilf mir, meine Mission zu erfüllen. Hilf mir, Dea Hennas Labor zu öffnen. Was gibst du mir dafür? Ich habe die Geheimdienstberichte gelesen. Ich kenne deine Vergangenheit. Es stehen Dinge darin, wichtige Dinge, an die du dich nicht erinnerst. Ich könnte dich zum Reden zwingen. Das glaube ich nicht. Willst du mich foltern? Wir wissen beide, dass du das nicht könntest. Also gut, ich helfe euch, das Labor zu öffnen. Dafür sage ich dir alles, was ich kann. Haben wir eine Abmachung? Ja. Danach können wir... Werden wir Ertrunkenen begegnen? Oder ähnlichen Spezies? Vielleicht anderen Monstern? So ist diese Welt nun mal. Kanalisationen sind mit Monstern verseucht. Ich mache das äußerst ungern, aber gut, die hat Informationen für uns. Und Informationen sind im Moment sehr, sehr wichtig. Die können... Gule! Nein, nur Moda heute. Was geht auf euch auf? Ihr lernt es wohl nie. Nicht gut. Und für viele. Das war nicht gut geplant. Außerdem hat man da drin zu wenig Platz. Das muss ich nochmal machen. Vorher noch eine Schwalbe schlürfen, dann passt die Nummer. Werden wir Ertrunkenen begegnen? So, ganz kurz. Wie gesagt, die Informationen sind es durchaus wert, dass man... Ups. Dass wir jetzt ihr helfen. Wir können die dann nachher immer noch quasi zur Rechenschaft ziehen. Wegen Geralt ist die ganze Welt mit kleinen Glasflaschen versaut, weil der immer jedes Mal, wenn er einen Trank trinkt, schmeißt er sein Ding weg. So, hier geht's weiter. Dachte ich zumindest. Ja, doch, hier. Schutzschild. Igni raus. Los geht's. Gule! Nein, nur Moda. Passt auf euch auf. Was die einzige Fotze gibt, ist enorm scheiße. Toll, die können sich einfach wegteleportieren, ich kann es nicht. Mega unfair. Aber gut, die machen auch Schaden. So, der zweite Schraubenschütze, der explodiert gerade. Oh, jetzt ist noch der dritte da. Okay. Das können wir jetzt hinkriegen. Das waren die Herrschaften also. Wir gehen weiter. Da kommen wahrscheinlich noch mehr. Zumindest steht hier immer noch, besiege alle Monster. Da geht es nicht weiter, also müssen wir weiter hier rüber. Entjagen. Die sind zum Glück normalerweise ziemlich harmlos. Oh oh, nein, sind sie nicht. Da ist irgendein dickes Viech dabei. Das wird verdammt zäh jetzt.
da hinten ist irgendein übertrieben fettes Imperialgebiet dabei. Das sind eindeutig höher levelige Viecher. Da hinten ist nämlich irgendein riesen Teil dabei. Muss man die kleinen herlocken. Das ist eine Krabbspinne, was da hinten noch ist. Das kann sein. Ich sehe es nicht wirklich. Sieht zumindest danach aus. Ich sehe gar nichts. Gar nichts, wo ich gerade hinschlag. Das ist das Problem. Indriaga-Königin, natürlich. Wenn sonst nichts weiter ist, ich habe keine Energie. Ich regeneriere gerade irgendwie gar keine Energie. Ich weiß nicht warum. Ach du Scheiße. Da ist auch noch Geister drin. Na, Jackpot. Schaut schon gerade wieder. Absolut Full House. Ich regeneriere keine Energie. Ich habe keine Ahnung warum. Das ist natürlich nicht gut. Deswegen kann ich. Ich regeneriere Energie nur, wenn ich kämpfe. Alles klar. So. Dann kriegt man die Entriaga-Königin auch platt. Oh, das war nicht gut. Gleich wieder ein Schutzschild. Und dann wieder Igni. Alleine würde ich es nie im Leben schaffen. Ich brauche die anderen. Weil die ablenken. Von mir. Ohne die anderen zwei sieht die ganze Nummer ziemlich scheiße aus. Deswegen ist es ganz gut, dass die sind ja bei uns. Wenn wir alleine durch die Kanalisation gegangen wären. Und dann hätten uns die ganzen Viecher hier angegriffen, dann wäre die ganze Nummer weniger gut ausgegangen. Jetzt ist das Viech gleich tot. Uiuiuiui. So viel dazu. Das war's dann wohl. Findet den Eingang zum Labor. Mein Teil der Abmachung habe ich erfüllt. Ich hoffe, ihr haltet es ebenso. Sei gewiss. Das war das erste Mal, dass ich einen Hexer in Aktion erlebt habe. Nicht durch die Tür, Geralt. Ich will hier wieder zurück, Mann. So. Finde den Eingang zum Labor. Da kommen jetzt gleich die Geister, also zumindest da drüben. Wir müssen da gar nicht hin. Aber hier unten die Kanalisation, das ist höchst interessant. Jetzt Mode heute noch. Und noch ein Leichenfresser übrig. Also wenn wir hier alleine unterwegs gewesen wären, wir hätten definitiv noch viel, viel mehr zu tun gehabt. Ich gehe gleich wieder rüber. Die Folge hier wird also ein kleines bisschen länger. Könnt ihr euch dran freuen. Weil ich hier noch kurz gucken will. Ich bin ja immer so neugierig. Amethyststaub. Und ein bisschen Erz. Kann man immer gut verkaufen. Also, dann schauen wir mal da in den Nebenraum, wo die Geister sind, will ich auch kurz reinschauen. Aber erst kurz speichern, weil da war ja irgendwelches Geisterviehzeug drin. Und zwar was genau? Ah. Bruxa. Was sind denn bitte schon Bruxa? Hatte ich bis jetzt noch nie mit zu tun mit Bruxa. Okay, dann mit zwei Trauguren. Alles klar. Das war nice. Das Schild hat die alle erwischt. Muss aber aufpassen. Weil ich hier kaum Platz habe, hier drin mich zu bewegen. Eine Buchse ist weg. Ich geh mal kurz hier raus. Kommen die auch raus? Ne, kommen sie nicht. Ist gut, dann kann ich mich hier draußen kurz erholen. Die Zeichen wechseln. Und dann wieder reinrennen. Ihr lernt es wohl nie. Hänge. Hänge fest. Komm, jetzt mach doch die Bruxa, hey. Komm schon, Geralt.
Ja, eine Pizza ist kaputt. Beziehungsweise tot. Jetzt sind nur noch die zwei Figuren übrig. Das Problem ist aber, dass es eben zwei sind. Das heißt, wir müssen uns hier noch ein kleines bisschen gedulden. Und dann machen wir die auch platt. Ich sollte mal mit Art versuchen, wenn die Schilder haben. Schilde haben. Nice. Sehr nice Nummer. Geralt. Den betäuben wir auch. Und bei dem funktioniert das auch sehr nice. Oh, Alter. So, dann haben wir die also auch mitgenommen. Und räumen hier mal noch leer. Das war es eindeutig wert. So, da unten ist nichts mehr. Doch. Noch ein bisschen Geld. So. Dann können wir hier wieder raus. Da ist auch noch was. Wer stellt denn das hier unten in der Kanalisation ab? Normale Menschen überleben das hier unten doch gar nicht. Da vorne sind die ganzen Kollegen vor dem Laboreingang. Aber bevor wir da jetzt hingehen, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.